Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Shimiga mit Hensedein Nocturne. Ich bin das MC Muffix. Wir sind hier gerade beim Amala-Tempel und ich versuche jetzt einen Weg, ich hoffe, in die anderen Pyramiden zu finden. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es weitergeht. Aber. Den kenne ich. Keine Winterattacken vielleicht einsetzen. Und wisst ihr, was ich mache? Ich fliege. Darf ich mal anmerken, dass ich mich gerade voll geheilt habe? Aber das war ja zu erwarten. Machen wir es halt auf die gute alte altmodische Art. Dreieck drücken und drauffahren. Also Leute, beim letzten Mal haben wir uns hier zum Amala-Tempel bewegt. Unser Ziel ist es ja hier, die Jira wieder zu finden. Der Typ hat ja hier erzählt, ja, er kann das Amala-Netzwerk kontrollieren. Er hat die Kraft. Er wird alles zerstören. Und damit wollte er direkt anfangen, indem er uns zerstört. Davor kam aber unser Freund? Definitiv nicht. Ach so, okay, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Eingang. Der Werte Izumo und hat ihn hier verschleppt. Wir sind hier jetzt im Amala-Tempel, wo es eine unglaubliche Energiequelle an Magazin gibt. Und diese will er natürlich für sich haben, um hier seine Welt aufzubauen. Doch das Ding ist, wir wollen das eigentlich nicht, aber so wie es aussieht, haben wir gar keine andere Möglichkeit. Och nein, es braucht wieder Lichthummer die ganze Zeit, oder? Geil. Hey, ich liebe diese Dungeons. Ich laufe mal durch. Die Dunkelheit ist essentiell. Dort wird ein wahres Ich unterdrückt. Ich kann unendlich ungestört in die Dunkelheit meines Wesens blicken. Ich möchte es so bleiben. Ist das Prinzip von Izumo erschaffen ist? Also stört mich nicht. Ewige Dunkelheit ist jetzt nicht so das Geiste, Mann. Sehe ich nicht, wie es lang geht. Ah, war schon mal ein guter Weg. 1000 Kisten übersehen. Ich laufe einfach mal lang. Wenn das jetzt echt so leider läuft. Oh! Das ist ein brennender Schwarz, dann löscht er sie. Warte mal, wenn ich die lösche, dann passiert irgendwas Schlimmes. Ja, mei. Das ist was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was soll man sonst machen. Magetama, was habe ich denn dafür eins ausgerüstet? Ich hätte jetzt meine Warne ausgerüstet, weil ich das eigentlich ausrüsten will. Aber ich glaube, Anti-Finsternis ist hier nicht unbedingt das, was am besten ist. Machen wir das. Ja, wird schon schief gehen. Und du hörst, wie sich etwas öffnet. Okay. Ist das jetzt gut? Heißt es, ja, die Finsternis ist immer noch da. Oh mein Gott, Mann. Ich bin aber jetzt zu geizig, um jetzt... Warte mal. Wir setzen gleich einen Lichtball ein, keine Sorge. Aber ich habe das jetzt hier nicht mit dem halben Kagatsui hier gemacht. Ich finde es auch so schön, dass halt die Karte einfach sich nicht aufdeckt, Mann. Das ist so schön. Es wird die Sache halt so viel leichter machen. Aber okay, jetzt warten wir und dann setzen wir hier gleich mal ein Lichtball ein und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, ansonsten, okay, da können wir wieder runterjumpen. Wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann haben wir für Gegner. Ich weiß, was eure Schwäche ist. Ich weiß, was eure Schwäche ist. Was? Ah ne, Quetzalcoatl's Schwäche ist Elektrizität. Loki! Was kommen hier bitte für Assi-Gegner, Mann? Ey, ist echt schlimm, Mann. Der ist echt schlimm, Mann. Du bringst mir ziemlich wenig. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dich jetzt dabei habe unbedingt. Ich brauche mal jemanden mit Elektroattacken, aber irgendwie das wird bei mir nichts mehr. Elektroattacken sind überbewertet bei mir. Eine kurze Katze hat überlebt. Aber ihr seht, Mann, dass wir nicht mehr overlevelt sind. Die Gegner müssten mindestens Level 50 sein. Boah, schau ich diese Erfahrung an. Also, wir sind immer noch einen Tacken überlevelt, aber nimmer allzu viel. Gott, so kann ich raus tun. Und Bad Rider, komm mal rein tun. Red Rider, ach, den Red Rider tun wir rein, mal los. Wir können nicht immer so einen Red Rider kämpfen. So, okay. Sind wir los? Okay, passt. Also, Skill mit Quetz. Estoma. Dann haben wir einen Lichtball. Und dann, liebe Leute, geht mir mal auch ein Lichtlein auf, oder? Eigentlich sind da nur blöde Türen. Ach, so ein Dungeon wird das sein, okay. Das ist einer dieser lustigen Dungeons, wo man wahrscheinlich dann richtig runterjumpen muss. Und ansonsten ist man irgendwo Schlechtes. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Warp nach oben. Wo bringt der Warp mich jetzt hin? Ganz woanders.
Das ist ein geiler Dungeon. Das ist ein sehr geiler Dungeon, okay. Untersuchen. Im Boden ist ein Riss. Kann ich den nicht kaputt hauen? Ich habe da ultimative physische Stärke, oder? Kann ich damit nicht einfach alles zerstören? Ach's. Ah, warte mal. Okay, so, und es war die Tür. Es war nicht die Tür. Ich denke mal, wir werden jetzt hier runterfallen müssen und dann machen wir wahrscheinlich, haben wir ein Loch im Boden rein. Wäre jetzt mal eine Vermutung, Mann. Das gefällt mir noch weniger als der Dungeon davor, der mit diesem lustigen Teleporter, weil ich noch weniger Ahnung habe, wo es lang geht. Whee! Gut gelandet. Na toll. Ein Lebensstein. Ja, ja. Ich hätte auch was Sinnvolles machen können. Aber wir sind schon mal da, wo wir nochmal davor nicht waren. Also wir haben 20 Lichtbälle, also ein bisschen was werden wir ja definitiv aufbrauchen müssen, weil ich werde hier noch einige Zeit planlos in der Gegend rumlaufen. Na, physische Attacken bringen wir hier auch nicht. Ich hätte gerne Loki in der Party. Aber ich glaube, es ist nicht so optimal, den hier zu bringen, dass er bei uns, uns beitritt, oder? Hit Wave! Ich muss sagen, mein Quick Long bringt mir jetzt auch nicht ehrlich gesagt zu viel, weil ich meine, ich kann jetzt Ice Attack machen und das wird nicht gut enden. Komm, bitte kill ihn. Oh. Sehr schön. Steinbiss. Wenn jetzt die. Oh mein Gott, Mann. Wenn die Gegner 16 mit sowas wie Steinbiss anfangen, Mann. Dann ist aus, Mann. Aber zum Glück habe ich hier. Was ist denn der Bolzenschneider? Oh, ich habe eine Elektroattacke, was beschwere ich mich eigentlich so? Ich habe eine Elektroattacke, ey, und es ist Level Up, klar. Nein. Egal welchen Skill er lernt, er kann nicht besser sein als seine aktuellen Skills. Außer er hätte jetzt Midi Rahan gelernt. Dion ist es. Wo haben wir ihn? Da. Mabufu, wieso? 15? Hä, wieso kostet es mehr? Ist es jetzt, weil er schlecht gelaunt ist, oder? Kannst du mir mal gern haben, Dion, dann hör halt auf, immer schlechte Skills zu lernen. Immer wenn ich das mache, dann kriegt man schlechte Skills. Ich kann auch nichts dafür. Also, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Da wäre schon mal nicht der richtige Weg. Dann geht man da lang. Da ist auch nichts. Wir müssen schauen vielleicht nochmal, ob so ein Riss im Boden ist. Das ist ein dummer Dungeon, Mann. Also, okay, hier können wir runterjumpen. Ich weiß halt wirklich nicht, wo es lang geht. Ich dachte, mal, wenn wir jetzt diese... Aha. Schöner Raum. Ja, schöner Raum. Geh halt raus. Okay. Gehen wir nochmal da lang. Da haben wir auch noch Türen. Ist ja so schön, wenn man einfach hätte durchlaufen können. So ganz entspannt läuft man einfach von Anfang bis Ende einfach durch. Flamme oben, zeigt Boss und fertig. Aber ja, es war mir fast klar, dass es nicht so einfach geht. Aber okay, es wäre sonst easy, oder? Und easy, Mann, das ist ziemlich gern mit den Sinn. Sicher nicht, Mann. Okay. Gehen wir mal da lang. Scheint mir doch ein guter Weg zu sein. Wenn hier schon mal ein Speierpunkt ist. Aber das ist auch immer sehr zu verlockend eigentlich, dass ein Speierpunkt ist. Also, es landen wir schon mal da hinten. Ich dachte mir gerade, die Säule? Na toll, ist, ach. Ich habe meine Wegfindung definitiv überschätzt. Also, wir können eigentlich im Endeffekt nur wieder nach oben krabbeln. Ah, oh, ja. Ist mir so wurscht, man. Ich nehme da den Lebensstein raus. Ich gehe eh nicht mehr in diesen Dungeon. Ja, ich weiß, da kann man so mal rausbekommen. Ja, ja, ja. Glaubt ihr, das ist die Sippi? Glaubt ihr, ich will echt nochmal so eine Finsternishölle hier reinlaufen? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wir gehen jetzt einfach hoch und hauen da nochmal den Boden kaputt. Aber es gefällt mir so gut, unser Demi-Find. Unser Halbscheuß, Entschuldigung. Wartet. Wo ist ihn hin? Da. Wie der immer so leuchtet in so dunklen Arealen. Das sieht so cool aus. So. Jump und Boden kaputt. Oh, nicht Boden. Ich bin auf der falschen Seite runtergejumpt. Ja, obwohl. Nö, bringt mich nicht unbedingt weiter. Auf gut Deutsch, es bringt mich gar nicht weiter. Außer, dass ich schon wieder einen Lichtball verschwendet habe. Wehe von denen in der Mitte ist die Schwäche Finsternis.
Blitz, Versagen, Blitz. Okay, gut. Nur den Rechner jetzt durchtreffen können. Sag man! Und alles hat Klingelung kaputt gemacht. Wenn du uns vergiftest, Mann, du Drecksviech, Mann, dann burn ich meine eigene Quetzekotze, Mann. Überleg das, du wirst echt, dass deine Artgenossen sterben. Ja, aber das mit dem Leveln geht gut. So, annulliert Fluch. Hm, was machen wir jetzt mal? Ach, gehen wir wieder auf physische Stärke, aber schon lange nochmal gemacht. Ha, ja, Fluchangriffe sind eigentlich schon nice im Endeffekt, aber ich glaube nicht, dass wir das mehr als Eis und Feuer brauchen, oder? Im Endeffekt ist den wir aktuell haben, eh der Beste. Erhöhte Stangen von ach Leute, ich hab Kraft an. Sofort weg. So. Ja, ich weiß, es ist ein Fehler, aber ich will Nirvana haben. Es ist das Schlechteste, was ich aussetzen kann. In einem Finsternis-Dungeon eine Lichtrüstung auszurüsten. Ich weiß, liebe Leute. Wir werden in dem Part insta-killt und dann hat der Max erstmal für 2 Wochen keine Lust mehr zu spielen. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Aus einem ganz einfachen Grund. Da kann man so coole Skills lernen. War sauteuer, Mann, und ich möchte jetzt fix was Gescheites raus haben. Also, wo sind meine Lichtbälle? Ja. Lichtball! Aktivieren! Quetz! Erster Mal. Wieso? Leute, wenn ich jemals in einem Rollenspiel gefangen werde, das erste, was ich mir mitnehme, ist eine Taschenlampe mit unbegrenzten Batterien, liebe Leute. Ganz ernsthaft, immer so unbevorbereitet. Gehen die in die Apokalypse rein, Mann. Ja, 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 braucht man eine Taschenlampen. Wer hat schon sowas? Nee, ich laufe viel lieber in der Dunkelheit. Warum, Mann? Erinnere mich immer an Pokémon, an die Zubazöle. So, okay. Ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Und ich bin keinen Schritt weiter. Also, ich denke jetzt nicht, dass man hier irgendwie rausgehen muss. Warte mal. Dass man hier irgendwie rausgehen muss. Das, glaube ich, will das Spiel jetzt nicht von mir. Da war Sackgasse, also. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Jetzt sind wir wieder im zweiten Stock. Und wir waren ja noch nicht an allen Türen. Der Gott dieses Tempels scheint die Dunkelheit zu lieben. Man kommt sich vor wie ein Grab am tiefsten Punkt in der Gruft. Kann das sein, dass ich vielleicht nach unten gehen muss? Mit der Finsternis. Also solange die Finsternis aktiv ist, weil die sonst nicht aktiviert wird. Aber dann finde ich es auch unnötig, dass man überhaupt da oben das Ding wegnehmen kann. Also meine Augen zumindest. So, irgendwas hat er ja gesagt, hat sich geöffnet. Schön, dass ich jetzt hier schön meine Schritte verschwinde. Die Flamme ist bereits gelöscht. Naja, also irgendwo muss sich was geändert haben. Die goldene Frage ist noch was? Also, naja, im Endeffekt waren wir über schon. Das sind ja immer nur, das ist immer schön, dass das jetzt auf der Map angezeigt wird. Das sind immer nur Wege nach unten. Da führt im Endeffekt keiner nach oben. So. Ich denke, ich bin mir fast sicher, dass wir irgendwo ganz nach unten müssen. Schauen wir nochmal, wir sind jetzt hier im ersten Stock. Haben wir hier etwas noch nicht abgesucht? Also ich hätte da rechtzeitig noch einen Weg und jetzt schauen wir nur nochmal kurz hier in die einzelnen Türen, da nicht, dass da nochmal so ein Riss wäre, den ich kaputt hauen kann. Weil ich bin mir ganz sicher, dass wir ganz nach unten müssen. Geh mir aus dem Weg, Seele, Mann. Wieso kann ich nicht ein Dämon sein, der einfach solche blöden Seelen, die so einen Schmarrn reden, einfach fressen, Mann. So. Okay. Also, meine einzige Vermutung, wie gesagt, ist das da unten. Ich meine, da unten hätten wir noch eine Tür. Also, ist mir auch blöd, hier ist nicht noch was, oder? Ja, ich geh jetzt einmal kurz da durch. Aber das ist so ein typisches Ding. Fall halt runter, hahaha. Ha, ha. Da ist eine Falle. So. Ist ja alles wurscht, weil Dionysus kann ja voll heilen und verliert nicht am MP dadurch. So. Ah, okay, hier ist auch noch ein Riss. Sehr gut. Dann müssen wir hier, das ist ganz links unten. Links. Okay, warte mal.
Ah, das ist nicht links unten. Das ist dann der mittlere. Okay. Der mittlere, das müssen wir uns merken. Ach, Max, du mit deinem Spatzen, das kannst du dir eh nicht merken. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier unten hin. Einfach zur Sicherheit, dass ich nochmal zum Speicherpunkt gehe, weil schade tut es definitiv nicht. Da hier ist da irgendwo eine Kistel. Ich liebe diese Sackgassen, in denen nie sich was befindet. Die finde ich so schön. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Ich sage ja, Leute, die Dungeons sind ja wirklich so in dem, haben wir aktuell inzwischen erreicht, dass sie im Endeffekt so easy sind, wenn man die Lösung kennen würde. Man könnte so durchrushen. Aber Leute, nur die Harten kommen in den Garten. Wir hauen drauf, Mann, wie die Profis. So, immer einen ausgenommen. Basuzu! Au! Rauf! Wenn der Anti-Stein macht, dann haben wir, wenn er uns versteinert, haben wir ein Problem, denn das ist immer mein Highlight. Das ist ein, das ist, das Versteinern ist der geilste Attribut von Gegnern und ich meine, die haben so viele geile Sachen, was sie machen können. Was es gibt. Denn wenn sie versteinern. Dann wenn sie uns versteinern, dann passiert es nämlich so, dass sie uns, dass uns der nächste Schlag von einem Gegner insta-killt. Also einfach so, bam und tot. Das ist immer lustig, Mann. Und das Nette ist, wenn unser Hauptcharakter versteinert sind, sind wir normalerweise eh schon Game Over, meines Wissens. Weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber ich glaube, in Persona war es so. Ich weiß gar nicht. Ja, wenn es um sowas geht, da ist das Spiel nicht unbedingt sehr vergeblich. Status-Effekte sind generell die Pest in den Spielen. Also, wir müssen jetzt in den da runter hüpfen. So, jetzt wollen wir nur, dass wir die richtige Seite haben. Genau, der müsste es sein. Sieht gut aus. Ist auch immer schon wieder nett, dass das der letzte Jump war, den wir machen hätten können. Es ist echt so. Es war schon wieder der allerletzte Jump, den wir hier offen hatten, gell? Geil. Also eine Heilperle. Und... es sieht sehr gut aus. Also wenn hier ein Speicherpunkt ist, dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier richtig sind. Das ist nur die Frage, ob wir den Boss hier noch, hoffentlich noch da wischen. So, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich mache jetzt nur Estoman. So, Magatama, Werte. Ach, okay. Nein, Leute, ich möchte jetzt hier nicht eine halbe Stunde noch planlos in der Gegend rumfallen. Den Lichtball opfere ich jetzt euch noch. Dann aktivieren wir es. Skill, nee, pass, doch, Skill, Quetz. Stoma. Und da hinten wartet der Boss auf uns. Hätte ich da eigentlich vorher hinlaufen können schon, oder? Ich hab das gedrained. Ich weiß nicht, mit meinem Red werde meine ganzen MP raushauen, Mann. Einzige, was am Bolzenschirm schon ist, doof ist, dass er schon wieder zufällig nur trifft, man. Das ist sehr ärgerlich. Aber okay, kriegen wir nochmal einen Hieb. Sag, what? Loki, ich würde so gerne mit dir diskutieren, dass ich dich bekomme, aber ich glaube, mit dir zu diskutieren, das wird so nichts, man. Du ziehst mich nur ab, klaust alle meine Stockkartoffeln. Nein, Quetz. Nö. Ich hab schon Quetz. Brauch nicht noch eine. Ich nehme lieber die 1200 Erfahrungspunkte. So. Also, okay, hat uns jetzt nicht unbedingt weiter nach vorne gebracht, aber wir sind ready für den Kampf. Nehmen wir die Runde, das ist mit. Die Maya kann gut heilen. Ah, Kung Long. Ja, ja, ja. Ich würde Kung Long fast raus tun. Und der Soji reinmachen. Ja, komm. Also, du bist jetzt stark und mach deinen Raum. Nächster Bossfight, also komm. Ich bin auf der Suche nach Magatsui aus den Tiefen der Hölle gekommen. Und ich muss sagen, du bist eine Rarität. Aber wer oder was du bist, ist für mich nicht von Bedeutung. Ich haue einfach meine Zähne in deinen schwachen Körper. Das wird ein unschöner Fight. Wieso ist es auch einer dieser Kämpfe, die ich schon kenne? Weil sie immer oft als eine der furchtbarsten Kämpfe bezeichnet wurden.
Weil wir werden dann zu seinen Kniffen definitiv dann später noch kommen. So. Aber jetzt erstmal draufhauen. Und die alte Strategie, die wir halt jetzt immer machen. Echt gut, echt spooky, das ist einfach. So, wir sind ausgewichen, das ist gut. Sehr schön. Also, wieder alte Strategie, wir ausweichen und hoffen, dass er uns halt nicht trifft. Und werden das mit den anderen Leuten einfach draufhauen. Ansonsten können wir immer schön mit Terrorklinge, mit Windschneider draufhauen. Macht doch ganz gut Schaden. Naja, eigentlich nicht. Meine MP! So, Kriegsschrei. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann er Karja aufheben, oder? Da ist der Move, da ist er. Genau. Holy shit, Mann! Oh, ich kannte diesen Fight. Also, kurz der Fight erklärt. Ich meine, man muss nicht so viel dazu sagen, ihr habt das gesehen. Sein Gimmick ist, dass er uns einfach das volle Leben klaut und einfach uns instant killt. Das ist sein Gimmick. Sehr schönes Gimmick. Bringt auch gar nicht so richtig Vorteile, weil ich glaube, er macht eigentlich gar nicht mehr außer den MP-Drain. Doch, er macht noch einen Sturm, okay, aber das ist mir sehr sympathisch, Mann. Machen wir mal Heatwave, weil ich glaube, damit kommen wir weiter. Auch nicht. Ja, okay, ist ja auch. Ey, die alte Ausfall-Kombo. Weil ich zu faul bin, mir neue Skills mal beizubringen. Aber wird nur ein schöner Fight, wird nur ein schöner Fight. Sehr schön. So. Ist mir wurscht. Kriegst du trotzdem wieder Sekunde ab. Aber wenn es wieder nur für einen Zug hält. Ich glaube, wir hauen einfach normal drauf, das ist besser. Es wäre mal nett, echt mal einen neuen Special Move zu lernen, der auf ein Ziel geht. Wenn wir einfach mal mehr Schaden machen würden damit. Weil ich meine, diesen blöden Überfall, das ist immer noch eine der schwächsten Attacken im Spiel, Mann. Ja, Mann, was soll man großartig machen? Draufhauen! Okay, Leute, jetzt kommt er wieder. Soul Niga, das ist die Attacke, die uns killt. Und der Mana Drain kündigt es eigentlich immer schön an. Mach nicht. Okay, ist hier ausgewichen. Jo, machen wir mal so. So, dann brauche ich Queen Long. Wechsle ich die und es ist aus. Er kommt noch dran, sehr schön. Und dann machen wir. Genau. Magie-Konterschild, mein Freund. Schauen wir mal, wie dir das schmeckt, Baby. Es geht durch Magieschilder durch. Es geht durch Magieschilder durch. Okay, hat nicht sollen sein. Aber der Plan war gut. Der Plan war gut. Es ist eine physische Attacke. Ich war mir jetzt eigentlich sicher, dass es eine Magieattacke ist, aber okay. Oh, dumm. Ich hätte noch einen Zug mehr skippen sollen. Ah, mein Red Rider ist wichtig. Hehe. So, ja, draufhauen. Wir machen das hier nicht gut, aber ich habe auch hier leider keine richtig gut passende Party für diesen Fight. Aber der Sojo managt das schon. Wie leider immer.
Also Sturm kannst du bitte bis zum Ende des Spieles machen. Das ist mein Lieblingsskill mit Abstand von dir. Den kannst du wirklich bis zum Ende des Spiels einfach konstant durchhauen. An der Elfmann. Oh, er hat ein Herz für mich. Er hat echt ein Herz für mich, Mann. Er macht nur schlechte Attacken. Das sind die Boosts, die ich sehen will. Da geht definitiv noch mehr, wenn wir mal noch ein bisschen bessere Skills haben. Aber schon mal nicht schlecht. So, jetzt macht er wieder seinen Move, oder? Zumindest angeteasert, Mann. Stimmt, ne? Der macht halt immer Sturm und er trifft halt niemand. Okay, wir haben ihn irgendwie in einem Loop gefangen. Einen guten Loop. Und jetzt können wir platt machen. Ah, leider kein Crit. Der kann aber ruhig mal down gehen, gell? Ein mit physischen dir zu kloppen, Mann. Das funktioniert eigentlich besser als alles andere, Mann. Ja gut, dann buffen wir uns nochmal hier hoch mit Terrakuta. Noch mehr Schaden. Und noch mehr draufhauen. Aber. Wenn man einmal denkt, es läuft. Danke. Noch nicht. Klopfkopf, auf Wiedersehen. Bye, bye. Der war hart. Der war hart. So, was haben wir jetzt bekommen? Die Atmosphäre hat sich verändert. Das ist aber schön. Two demons down. You really are strong. Glad we're on the same team. If we weren't, I'd probably be dead by now. Okay, only one more to go. Hope you haven't run out of steam. Ich finde dich übrigens nicht lustig, gell? Nur mal so das kleine Randnotiz. Ich werde jetzt sicher nicht dahin gehen, weil das warpt mich einfach für die Pyramide. Hier kann ich mich schön zum Speierpunkt warpen. Okay, Leute, ich gehe kurz zur Lady of the Lake, heil mich und beim nächsten Mal werden wir meine letzte Pyramide schaffen und ich hoffe, dann können wir Ejira retten. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.